Im Frühjahr 1921 wurde ich zum Reichskanzler ernannt. Ich hatte mich um diese Aufgabe wahrlich nicht gerissen, aber die Aussicht, an der Spitze der Regierung maßgeblich zum Aufbau eines neuen, friedlichen und demokratischen Deutschland beitragen zu können, erfüllte mich mit Stolz. Die Entschädigungsforderungen der Siegermächte lasteten schwer auf unserem Land. Trotzdem war ich der festen Überzeugung, dass wir versuchen müssten, sie zu erfüllen. Denn nur so würden wir nachweisen können, dass sie in dieser Höhe beim besten Willen nicht zu erfüllen waren. Dieser Überzeugung war auch Walter Rathenau, den ich zunächst als Minister für Wiederaufbau und dann als Außenminister in mein Kabinett geholt hatte. Unsere Erfüllungspolitik trug uns viel Hass ein. In den bewaffneten Freiwilligenverbänden etwa kursierte ein Liedtext, der offen zu unserer Ermordung aufrief. »Lasst uns froh und munter sein, schlagt dem Wirt den Schädel ein«, hieß es darin über mich. Und an anderer Stelle über den Außenminister: »Knallt ab, den Walter Rathenau, die gottverfluchte Judensau«. Im April 1922 schloss Rathenau auf meine Initiative hin ein Wirtschaftsabkommen mit Sowjetrussland ab. Auf diesem Wege wollte ich Deutschland etwas mehr strategischen Spielraum gegenüber den Siegermächten verschaffen. Die Rechten tobten. Wenige Wochen später wurde Rathenau auf dem Weg von seinem Haus ins Auswärtige Amt von Mitgliedern der rechtsextremistischen Organisation Konsul auf offener Straße ermordet. So entsetzt ich auch war, beraumte ich noch für denselben Tag eine Sondersitzung des Reichstags an und machte mich mit meinen Mitarbeitern eilig daran, eine Verordnung zu entwerfen, die für republikfeindliche Aktivitäten jeglicher Art drastische Strafen vorsah. Bereits vor Beginn der Sitzung kam es zu erregten Zusammenstößen zwischen Abgeordneten der linken Parteien und Abgeordneten der Deutschnationalen Volkspartei, die sich wegen ihrer jahrelangen Hetztiraden dem Vorwurf geistiger Brandstiftung ausgesetzt sahen. Als die Sitzung schließlich eröffnet war, prangerte auch ich die Verhetzung an, die den Nährboden für politische Attentate wie dieses geschaffen hatten. Dann kam ich zum Punkt. Der Mord an Rathenau ist nur ein Glied in einer Kette wohl vorbereiteter Anschläge auf die Republik. Zuerst sollen die Führer der Republik, dann soll die Republik selbst fallen. In der Verteidigung gegen den verbrecherischen Anschlag muss Durchgreifendes geschehen. Dem wachsenden Terror, dem Nihilismus, der sich vielfach unter dem Deckmantel nationaler Gesinnung verbirgt, darf nicht mehr mit Nachsicht begegnet werden. Anschließend stellte ich dem Parlament unseren Entwurf vor. Aussprache und Abstimmung über den Entwurf waren für den Folgetag anberaumt. Es war wichtig, dass der Staat mit Härte auf die Mordtat reagierte. Aber im Rahmen der Aussprache legte ich auch dar, dass es nun ebenso auf die aktive Mitarbeit aller am Werk der Demokratie ankomme. In diesem Sinne müssen alle Hände, muss jeder Mund sich regen, um endlich in Deutschland diese Atmosphäre des Mordes, des Zankes, der Vergiftung zu zerstören. Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind, und darüber ist kein Zweifel, dieser Feind steht rechts. Dieser letzte Satz löste im Saal einen regelrechten Tumult aus. Während die Mehrheit der Abgeordneten und der Zuhörerschaft auf den Rängen in stürmischen Applaus einfiel, protestierten Abgeordnete aus dem konservativen Lager zum Teil mit erhobenen Fäusten. In den darauffolgenden Wochen fanden sich Hunderttausende Demokratinnen und Demokraten im ganzen Land über Parteigrenzen hinweg zusammen, um gegen den Feigenmord zu protestieren. Die Verordnung und die auf ihr aufbauenden Regelungen und Gesetze wurden in meiner weiteren Amtszeit konsequent umgesetzt. Auch Rathenaus Mörder waren bald unschädlich gemacht. Trotzdem blieb ich an Leib und Leben bedroht. Tag und Nacht wurde ich nun von schwer bewaffneten Polizisten bewacht. An Spaziergänge ohne sie war nicht mehr zu denken.
Nach meinem Rücktritt vom Amt des Reichskanzlers im Herbst 1922 setzte ich mich trotz aller Gefahren weiter für die Festigung der Demokratie ein. Leider fand ich unter den anderen Vertretern der katholischen Zentrumspartei zu wenige Mitstreiter für diesen Kurs. Als 1933 die Nazis an die Macht kamen, zögerte ich nicht lange und ging ins Exil.